dabei sein, der jetzt. Okay, das ist natürlich Katastrophe. Boah. Ja Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja Freunde, wie ihr schon seht, in einer ganz anderen Qualität und mit einer ganz anderen Umgebung. Bitte nicht dran gewöhnen, ja, das wird finanziert und zur Verfügung gestellt von meinen Kumpels Willi und Vincent, die da schon, ja, wir wollen gar nicht länger quatschen, holen wir es direkt ins Bild. Einen großen Applaus auch bei euch zu Hause im Wohnzimmer, danke. Ja, Willi. Servus. Grüß. Danke, dass ihr den weiten Weg auf euch genommen habt, um zu mir nach Wien zu kommen, in meine in meinen Zweitwohnsitz. Ja, sicher doch. Gar kein Thema. Jungs, ich meine, ja, ich muss jetzt eigentlich gar nicht mehr groß für M&M plagen, nachdem du da eh schon sowas qualitativ Hochwertiges im Start hast. Ja. Edelster Garn hier. In ein paar Wochen ist soweit, Freunde. Und nicht nur mein Instagram abchecken, sondern auch unbedingt den YouTube-Kanal von den Jungs. Ist natürlich in der Infobox verlinkt. Da gibt es auch ein Video mit uns gemeinsam. Also ja. Allein wenn es mich geil findet, muss man da schon mal reinschauen. Maximilian, so ein Asozialer. Ich denke auch. Leute, ihr wisst, was, ihr habt es im Titel gelesen und ihr wisst, was wir heute machen. Safe. Ich war heute, also ich habe in die kreative Trickkiste gegriffen und mir das Übelste überlegt. Wir werden heute Outfits, also wir werden YouTuber anhand ihrer Outfits erraten. Yasin hat ein bisschen was vorbereitet. Und bevor wir aber loslegen, werden wir uns das Outfit ansehen und kurz mal zwei, drei Sätze dazu sagen, wie ihr das Outfit findet. Geiles also. Hintergrundbild übrigens. Ja, ist nicht mein. Ah, okay. Und wenn wir dann das Outfit bewertet haben, werden wir auf unseren Bildschirm schreiben, was wir glauben, wer das ist. Ja? Also ich weiß jetzt schon, ehrlich gesagt. Das ist jetzt für mich jetzt nicht so schwierig zu erkennen. Ich weiß es auch schon. Okay, du weißt es auch schon. Gut. Bro, was sagst du zu dem Outfit? Muss man mögen. Also ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, ich habe mich auch mal so einen Style gefahren. Aber ich sag mal so, bis auf die Ripped, ist es eine Ripped Jeans? Ja, genau. Bis auf diese Ripped Jeans ist es für mich auch absolut stabil so. Es ist alles okay. Ja. Hose gefällt mir leider gar nicht, aber ist halt auch, wie gesagt, Geschmackssache. Ja, Hose ist, ich mache gleich weiter, Hose ist auch nicht mein Fall. Schuhe sind nicht wirklich mein Fall. Die ja, Gumsole ist halt ja. Ist das nur ein Hemd oder ist das mit Kapuze? Nein, das ist der Hoodie mit Kapuze. Ja, genau. Das ist ein normales Flanell, würde ich sagen. Ich finde auch nett, dass der jetzt auf einmal noch einen Bogen dazu bekommen hat. Keine Ahnung, was du da überlegt hast. Creativity ohne Grenzen, Alter, hier. Richtig crazy. Ja, und Balenciaga sind das Hoodie, anhand dessen kann ich schon erkennen, ja. Um wen es sich dreht. Ich habe überhaupt gar keinen Plan. Ich weiß überhaupt nicht, wer das sein soll. Das geht ja gar nicht. Also Outfit an sich schon mal, ach doch, na klar, am Körperbau. Das hast du auf jeden Fall erkannt. Ja, ist nicht überhaupt nicht mein Ding, gar nicht. Also nichts davon. Weder der Hoodie, noch das Hemd, noch die Hose, noch die Schuhe. Aber wir wissen, wer es ist. No front natürlich, ne? Okay, dann schreiben wir. Achso, muss ich das aufschreiben? Ja, okay. Ja, im Endeffekt, du kannst es auch sagen. Also ich kann es jetzt mal. Wie macht ihr das mit der Notiz? Ja, nein, ich mache ein Foto und dann schreibe ich. Achso, na dann. Ich schreibe auch. Ein Foto und dann schreibe ich? Ah, auf Instagram oder? Ja. Ah, okay, ja, müsst ihr mal. Ich bin so ein Technik-Noob, ey. Okay. Naja, gut, aber ich habe. Ja. Also, wir haben, glaube ich. Was würdest du jetzt hin. Was? Er schafft's nicht. Ich sag's einfach. Ja. Es ist einfacher. Soll ich sagen? Ja, sag mal. Also, ich glaube, es ist Mahan. Ja, safe. Ja, safe, sage ich auch. Wir können es hier auch nochmal auflösen. Tatsächlich nur am Körperbau erkannt. Ja, und am Hoodie. Die steckt null drin. Er hat den einfach ständig an. Aber wie, weißt du, wie alt das Foto ist? Wie alt ist das Foto? Nicht so alt. Nicht okay. So alt. Also schon so dieses Jahr irgendwann. Ja. Okay, alles klar. Mach nochmal eins weiter. Ja, okay, wir machen den nächsten. Nee. Ah, okay, Louis Vuitton-Gürtel. Okay, alles klar. Also stimmt, jetzt finde ich das Outfit nice. Nein, also ich muss an dieser Stelle, wie gesagt, also ich finde es okay so, bis auf die Hose. Ja. Und ich möchte an dieser Stelle auch nochmal kurz einen Shoutout an Mahan geben, weil Mahan echt ein korrekter Dude ist, so safe. Muss man wirklich sagen. Der ist auch schon zu mir nach Leipzig gekommen, wir haben Videos gemacht, das hat mir auch damals einen extremen Push gegeben. Also Shoutout an dich, Mahan, und nicht persönlich nehmen, ist halt einfach so eine, ja. Bei mir brauchen wir nicht reden, Army supporten. Army supported und du hast den halt einfach anscheinend. Okay. Ich weiß nicht mal. Gut, machen wir weiter mit dem. So, ja, okay. Das ist ziemlich easy. Das ist eigentlich ziemlich easy zu erraten. Ja, zum Outfit. Ich weiß nicht, ich würde halt kein offenes Hemd mit einer Jogginghose tragen. Keine Ahnung. Ist es eine Jogginghose? Ja.
Ist das eine, ich dachte, so eine Jogginghose aus Jeansstoff, ich weiß es nicht, keine Ahnung, aus Denim, aber vielleicht ist es auch nur, ja, nee, es hast recht, es ist eine Jogginghose. Eine Jogginghose, ach, ja. Mit diesen Bändchen da nach unten. Schöne Schuhe, schöne, sehr schöne Schuhe, Shuttered Backboards 1.0, glaube ich, sind das. Hast du auch, oder? Ja, bester Schuh, einer der besten Jordans, die es gibt. Ja. Location Killer. Ja, Locations brauchen wir wahrscheinlich ein Urlaubsfoto oder so. Ja, ja. Ah, ja, okay. Ja, dann genau. Hab ich es jetzt auch. Ratter, ratter, bei mir dauert das alles ein bisschen länger. Ich glaube, da sind wir uns alle relativ schnell einig, wer das ist. Ja, ich sag trotzdem nochmal auf. 1, 2, 3 oder was? Ja, sagen wir es für 3. 1, 2, 3. Justin. Du hast gewartet. Aber also, wirklich. Punkt ab. Justin. Okay, gut. Dann momentaner Stand, ich glaube, 2 zu... 3, 3. Ja, irgendwie so. Ja. Nein. 1, 1, 1 in der ersten Runde. Du bist der Einzige, der noch hinten nach ist. Es ist 2, 2 zu 1. Genau. Ja, safe. Machen wir weiter. Ja, auch das für mich ziemlich easy. Ja. Die Kombi. Ich bin halt kein großer Fan von dieser Hose. Ich glaube, das ist Deadstock. Nicht so wirklich mein Fall. Da ist mir zu viel los und ich glaube, das ist dieser Jogginghosenstoff. Mhm. Und das passt für mich nicht zusammen mit einer Cargo so ein bisschen. Ja, auch ähnlich wie du. Ich mag die Jacke sehr, ist schon ein krasses Highlight-Piece, ja. Aber in Verbindung mit der Hose gefällt es mir nicht ganz so gut. Aber das die auch Laces da, ist auch ein bisschen eng, die Hose, aber ja. Ich glaube, der besagte YouTuber trägt eher so eng die Hosen, glaube ich auch. Ja, tatsächlich auch, so im Allgemeinen, ja. So, es ist auch okay, es ist halt sein Ding. Aber mir persönlich wäre dann eine andere Hose, die das ist. Du lachst schon so? Nee, weil ich, Dicker, wieder, keine Ahnung. Das du weißt es auch, Max, oder? Ja. Okay, gut. Ja. Outfit würde ich auf gar keinen Fall so tragen. Da ich die Person auch nicht kenne, kann ich jetzt auch komplett ehrlich sein. Wenn die Antwort gleich kommt, dann fällt sie wie Schuppen von den Augen, ja, wie meine Mutti immer sagt. Du bist es nicht auf jeden Fall. Vielleicht. Nee, ich habe die Jacke nicht. Ja, ist mir zu viel, ist mir too much. Ich schreibe jetzt irgendeinen Namen auf. Das Problem ist, ich kenne halt auch wirklich nur Wir werden dann einfach wieder auf 3 sagen, weil bis Willi das mal eingetippt hat, dauert ist okay. Das Video zu Ende. Ich habe das mit dem Tippen einfach gelassen. Okay, also Vincent kapituliert direkt. Okay. 1, 2, 3. ApoRed. Was hast du gesagt? Rolf Rüdiger? Rudi Völler, aber ich weiß. ApoRed, na klar, den kenn ich. So ist das. Schaut dann Apo. Guter Mann auch, ja, safe. Persönlich, langjährig schon befreundet. Ach gut, an der Hose hätte ich es vielleicht erkennen können. Starke Supporter auch von der Brand MEM, also da gehen auf jeden Fall Props raus an ihn. Okay. Okay, machen wir weiter. Gut, ich weiß wieder direkt. Man muss auch dazu sagen, es ist ein älteres Bild, weil er keine Bilder mehr postet, vielleicht war das schon ein Hint. Gott. Ja, also ich finde die Hose passend zur Hose. Was habe ich gesagt? Die Hose passend zur Hose? Mhm. Die Schuhe passend zur Hose auf jeden Fall. Palm Angels, das Shirt ist dazu. Aber ich wäre den letzten Schritt, ich bin prinzipiell kein Fan von diesen Fischerjacken, also die hätte ich nicht mehr gemacht. Damn. Du überlegst nur, wer das ist, gell? Also ich finde, die Hose, also auch da ist wieder so, Hose passt schon ganz gut irgendwie, aber gefällt mir persönlich nicht, könnte ein bisschen weiter sein, ist ja. Aber auch wieder aktuelles Empfindungssache so. Weiße Weste ist nice, das Shirt ist so ein Vintage-Harley-Shirt, ne? Das ist das Harley-Davidson-Logo hier, auch cool, aber ich tapp auch gerade extrem im Dunkeln, muss ich ehrlich sagen. Also ich finde es stabil, wie deutsche YouTuber am Style erraten quasi unmöglich ist. Also ich will nicht sagen, dass alle gleich aussehen, aber das ist, die Schuhe hatten wir eben gerade schon mal, ja. Oder? Ja. Und ja, ich aber es ist so ja bei mir over. Auch so. Naja, klar. Also muss man ja auch fair enough sagen. So, ne? Fällst also, ja, fällst es gibt ja halt einen Trend. Du bist ja auch ein deutscher YouTuber. Keine Ahnung, schon wieder gar kein Plan. Wollen wir es bei 3 einfach mal sagen? 1, 2, 3, Can Zinat. Okay, passt nice, mein Punkt. Wer? Can Zinat. Und das ist Can Zinat. Kennst du den nicht? Der war eh auch Rare Fashion. Keine Ahnung. Ah ja, also der Name sagt mir was, aber ich wusste gar nicht, dass er YouTube macht. Wie gesagt, ich bin ja auch nicht so, noch nicht so lange, oder wir sind noch nicht so lange im YouTube-Game wie du, ja. Aber fair enough, hätte ich niemals erraten, aber... Ich weiß nicht, wer das ist. Nice. Shoutout. Okay. Shoutout geht raus. Shoutout, ich check das mal aus. Uff, okay, wild. Oh, keinen Plan. Aber wir haben auf jeden Fall Supreme The North Face kombiniert mit den Travis Scott Air Force und dazu diese Louis Vuitton Bag. Beschissen, Alter, würde ich nie so tragen. Wirklich? Findest du beschissen? Ja. Ich find's auch richtig grottig. Also, weil es halt wieder so einfach, wie kann man es sich so einfach machen? Ja, okay. Weißt du, es ist halt einfach Supreme North Face zweimal und dann irgendwie diese... Unfassbar Hype Beast Outfit. Ja. Also ja, das schon. Wird in jedem Ranking auf jeden Fall eine 1 von 10 bekommen, ey. Ja. Vom Color Matching her finde ich es aber nicht schlecht, aber es ist halt einfach, eine passende Hose zur passenden Jacke zu kombinieren. Richtig. Gut, ja.
Sagen wir, wer es ist? Habt ihr eine Ahnung? Kein Plan. Absolut kein Plan. Ich, kein Plan. Okay. 1, 2, 3? Ja. 1, 2, 3, Willi. Hops genommen, Dicker! Hops genommen! Ah, jetzt weiß ich, was du wirklich von mir denkst. Aber da muss man wirklich fair enough sagen, guter Typ, der Max, weil er trotzdem sehr konstruktiv geblieben ist, auch wenn es ihm vielleicht nicht so gefallen hat, während Vincent und ich hier Vollgas gegeben haben. Also, sofort an der Back erkannt. Ja. Ich war auch mega überrascht, diese komplett scheiße, absolut kacke. Und ich dachte, okay, naja. Ich kann damit leben so, ne? Es gibt immer so diese Outfits, die man sich halt schnell mal zusammenbastelt, weil man weiß, darf ich ehrliche Meinung noch abgeben? Ich bin da jetzt einfach drauf eingestiegen. Ich finde es wirklich nicht so schlimm. Ja. Also ich finde, es ist halt ein cleaner, ist ein easy fit irgendwie. Und ich finde halt, dass dieses North Face Supreme Ding, dass das halt als Einteiler einfach irgendwie ganz witzig kommt. Das ist halt so gemacht und ich finde die... Schon in Ordnung, das hast du gut gemacht. Ja. Ein Feini. Ja, muss selbstkritisch sein. Es gibt bessere Fits von mir, aber es gibt auf jeden Fall auch bedeutend beschissenere. Ja. Wolltest du mit Absicht eins heraussuchen, was nicht so nice ist, oder? Nein, also an dieser Stelle auch nochmal kurz gesagt, wir wussten nicht, dass das mit auftaucht. Also, die Reaktion von ihm war auch echt, also echt witzig gemacht. Also Props an dich, Alter. Ja, sehr gut. Okay, 2, 3 geben wir uns noch. Ja. Perfekt, machen wir. Es macht Spaß. Hat jemand eine Übersicht, wie es steht? Ihr habt zwei. Ich glaube. Jetzt hast du als müssen wir alle Gleichstand. Nee, wir beide müssen Gleichstand haben. Ja, und du musst ein bist noch eins. Ich bin raus, auf jeden Fall. Komm jetzt, ich will aber noch einen. Machen wir noch einen. Einer dabei sein, der jetzt. Okay, da ist natürlich Katastrophe. Boah. Ich habe eine Ahnung, aber... Also ein... Okay, Rolex auf jeden Fall am Start mal. Du weißt es? Ja, ich weiß es. Okay. Ja, was wollen wir zum Fit sagen? Es sind halt farblich okay, aber... Ist das eine Adidas-Jogginghose? Ja, es sind Adidas-Trackpants. Mit einem Balmain-Shirt, das dürfte ein... Ja. Also wenn ich nicht wüsste, dass es YouTuber ist, würde ich sagen, der spielt Fußball. Ja, safe. Fußballer-Outfit. Ja. Also ich weiß es. Ja, okay. Was sagst du? Also wir reden ja nicht nur von Fashion-YouTubern, oder? Ja, wir reden auch von anderen. Okay, also ich habe gar keine Ahnung. Also ich würde jetzt einfach was droppen, was ich denke, was es ist. Aber ich glaube, es kann es eigentlich auch nicht sein. Deswegen lass uns einfach... Ja, Outfit. Achso, Outfit, ja, ist gar nicht meins. Habe ich auch nie gefahren in Style. Ich hatte zwar auch mal so Speedrunner gehabt, aber die habe ich halt jetzt nicht unbedingt zu Jogginghosen getragen. Speedtrainer, Entschuldigung. Balmain war auch jetzt nicht so meine Marke bisher und gerade diesen Rundhals, das ist nicht so meins. Ja, aber okay. Wie gesagt, jeder wie er mag. So ist völlig, würde ich so völlig nicht tragen. Schön. Ich würde es halt so nicht tragen. Genau. Ja, wollen wir bei 3 auflösen? Ja. Das Auto ist schön. Ja. Soll ich einfach erstmal sagen, weil ich glaube, ich bin falsch. Okay, ja, sag mal. Flying Uwe. Okay, was sagst du? Wegen der Statur oder was? Ja, mir wäre jetzt keine andere eingefallen, aber der trägt eigentlich auch nicht so einen Stuff, glaube ich. Findest du die Statur so breit und muskulös wie Flying Uwe? Naja, ist schon kräftig. Okay. Oder bist, warte mal, das ist doch jetzt ein Trick hier, oder? Jetzt hör mal auf, du hast deinen Guess abgegeben. Du? Ich sag, das ist iCryMax. Mhm, das bin ich. Ja, genau. Was? Ich wusste es. Verdammt nochmal. Ich wollte gerade noch sagen, nee, warte mal, das ist doch ein Trick. Vor allem hätte ich mal eine Sekunde länger nachgedacht, dann weiß ich doch, ja. Wer dreimal versucht, Hops zu nehmen. Aber Props, ich habe dir Props gegeben, Alter. Flying Uwe. Ja, würde mit Flying Uwe. Aber es war mindestens genauso fair wie deine objektive Einschätzung meines Outfits. So. Ist aber auch schon ein... Alter Fit, also Das hast schöne Haare, Alter. Dankeschön, ich mag deine Haare jetzt auch noch mehr, aber damals, deine Frisur war auf jeden Fall stabil. Dankeschön, Bro. Aber Fußballer fit durch und durch, muss man so ehrlich sein. Ja, ist es deiner gewesen, der Porsche? Nein, okay. Ich habe mich einfach random davor gestellt, weil es halt ins Bild gepasst hat. Und weil halt dieser Fußballer fit gut zu dem Auto passt. Ja, das stimmt. Weißt du? Ja, krass. So, da würde ich sagen... beendest du das Video, oder was? Nee. Ich wollte nur einen Sieger küren. Ah, stimmt. Ja, wer ist das wohl? Ist das der Muskulöse? Das ist der Muskulöse. Ich glaube, dein eigenes Foto hat dir den Sieg beschert. Tatsächlich. Ja, weil wir beide falsch waren. Ja, stimmt. Ja, sehr nice, Leute. Aber wir waren trotzdem bis auf dich ganz gut dabei im Erraten. Ja, bei Vince ist das ein wenig überraschend. Findest du, ja? Ich habe ja gedacht, ich bin Medienexperte, aber scheinbar muss ich da noch ein bisschen tiefer reinkriechen hier in die Szene. Und also ich habe ja wirklich
Ja, du hast halt wirklich oftmals einen ähnlichen Style so, ne? Ja. Du merkst halt einfach die, an dem Anhand der Fotos, was gerade Trend ist so. Mhm. Wenn du jetzt nicht gerade jemand bist wie du, der immer so komplett gegen die Welle schwimmt so, oder versucht gegen die Welle zu schwimmen. Das ist und natürlich dann auch immer schwierig zu sagen, aber das ist ja ähnlich wie damals bei unserem, vielleicht machen wir das nächste Mal mit dir einfach auf unserem Kanal, Schuhe erraten aus unserem Schuhschrank. Das haben wir nämlich auch schon mal gemacht und das war auch sehr spannend. Das wäre spannend, bin ich dabei. Ja, aber geil. Gut Leute, wenn es euch auch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da, kommentiert ins Video, ob ihr selbst einiges erraten habt oder was euer Punktestand ist. Schaut natürlich nochmal bei den Jungs vorbei, Willi und Vincent, ihr Kanal, sehr nice Videos, wie gesagt auch eins mit mir am Start, nicht vergessen, bald die neue Kollektion Liberty and Justice von M&M. Auf jeden Fall nicht verpassen, Alter. So ist es. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video und dann sehen wir uns am Freitag, Sonntag irgendwie dann wieder. Ja? Passt, Leute. Das war's von uns. Peace. Peace.